So, herzlich willkommen zu meinem ersten Video zum Thema Cursplay. Und heute wollte ich euch mal zeigen, wo ihr das Ganze herunterladet, was ihr dazu braucht und wie ihr das Ganze fertig macht, dass ihr das im LS19 auch benutzen könnt. Also ich teste das, oder ich mache das Ganze jetzt hier mit WinRAR. Da werde ich euch auch den Link unten in die Videobeschreibung packen. Das braucht ihr auf jeden Fall. Ihr könnt aber auch 7-Zip nehmen. Ich mache es jetzt mit WinRAR. Und dann müsst ihr erstmal auf die Curseplay-Seite gehen. Das ist die hier. Die hat sich seit dem LS17 nicht wesentlich verändert, aber das ist auch vollkommen egal. Das Wesentliche haben wir hier draufstehen, was wir brauchen. Und hier haben wir auch gleich noch einen Spenden-Button, falls ihr die Modder gerne unterstützen wollt, für die gute Arbeit, wo sie leisten, könnt ihr hier gerne machen. Aber jetzt mal zum Thema Cursplay zurück. Die aktuellste Version bekommt ihr eigentlich immer, wenn ihr hier von der Seite aus hier unten auf den GitHub-Button klickt. Dann werdet ihr nämlich weitergeleitet hier auf die GitHub-Seite. Und hier habt ihr dann immer die neueste Version. Dazu klickt ihr einfach hier auf Clone or Download, auf die grüne Schaltfläche hier. Dann kommt das Fenster hier. Da klickt ihr dann auf Download Zip. Dann öffnet sich euer Download-Fenster. Da geht ihr auf Datei speichern und auf OK. Dann habt ihr das Ganze schon mal. Dann seht ihr bei mir jetzt hier in dem Fall, wird es hier oben runtergeladen, die ZIP-Datei. Ich habe sie jetzt schon mal runtergeladen, deswegen habe ich jetzt zwei hier drin. Dann könnt ihr die Seite eigentlich wieder schließen und geht in euer Download-Verzeichnis. In dem Fall habe ich es bei mir unter Dokumente und Downloads, wie es normalerweise üblich ist. Und dann habt ihr hier eure Cursplay-Master-Datei. Wenn ihr die so in euren Mod-Ordner reinschiebt, vom LS19, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Deswegen machen wir hier jetzt einen Rechtsklick drauf. Gehen auf Hier entpacken. Dafür braucht ihr natürlich auch das WinRAR, deswegen habe ich es euch am Anfang gezeigt. Dann haben wir diesen Ordner Cursplay Masters jetzt bekommen. Die ehemalige ZIP-Datei könnt ihr eigentlich löschen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann öffnet er den Ordner. Und in dem Ordner sind jetzt alle Dateien drin, die ihr für Cursplay braucht. Die Dateien markiert ihr jetzt alle. Ich nehme dazu, ich drücke jetzt hier auf eine Datei, drücke STRG A, habe ich alles markiert. Nun machen wir einen Rechtsklick drauf, gehen hier bei WinRAR zum Archiv hinzufügen. Da drücken wir jetzt drauf. Da öffnet sich dieses Fenster hier. Hier müssen wir jetzt nur zwei Sachen ändern. So, in meinem Fall den Archivnamen hier müsst ihr ändern. Ich nenne ihn immer in LS19 um. Unterstrich Cursplay. Genau so, wie es jetzt hier drin steht. Und geht hier unten natürlich, muss dann ZIP drin stehen. Deswegen auch die Endung ZIP hier. Wenn ihr das gemacht habt, den Archivnamen geändert, einfach LS19-Cursplay, dann drückt ihr hier auf ZIP, dann wird auch die Endung hinzugefügt. Und dann geht ihr nur noch auf OK. Dann wird das Ganze jetzt in eine neue ZIP-Datei gepackt. Die haben wir jetzt hier drin. Dann könnt ihr nochmal alle Dateien markieren und nehmt die neue ZIP-Datei aber raus. Und dann könnt ihr die ganzen anderen Dateien entfernen, sodass nur noch diese ZIP-Datei da ist. LS19-Cursplay. Das ist eigentlich auch schon alles. Dann ist diese Datei fertig, dass ihr die in den Mod-Ordner packen könnt. Da könnt ihr jetzt einfach Rechtsklick machen auf die Datei. Geht auf Ausschneiden
Geht nun in euren Mod-Ordner vom LS19. Dazu geht ihr einfach auf eure Festplatte, in dem Fall hier Windows NVMe, dann auf Benutzer, dann auf Dokumente, dann My Games und dann habt ihr hier Farming Simulator 2019. Den öffnet ihr und da habt ihr euren Mod-Ordner drin. Dann klickt ihr einfach einen Rechtsklick, geht auf Einfügen. Wenn ihr Curseplay noch nicht installiert habt, dann habt ihr damit, nachdem ihr auf Einfügen gedrückt habt, einfach die Datei in eurem Mod-Ordner und könnt sie benutzen. Falls ihr jetzt eine neue Version aktualisieren wollt, macht ihr das Ganze genauso, wie wir es jetzt gemacht haben, geht dann auf Einfügen, dann öffnet sich aber dieses Fenster, weil ihr ja schon eine alte Datei habt. Und dann einfach nur auf Datei im Ziel ersetzen drücken. Dann wird jetzt die aktuelle Version reingezogen und die alte wird rausgeschmissen. Weil wenn ihr die jetzt auch anders nennen würdet beim Packen, ist es schlecht, dann habt ihr mehrere Versionen in dem Mod-Ordner und das kann zu Komplikationen führen. Deswegen bitte immer den Ordner gleich benennen. Bei jeder Version, die ihr euch runterladet und dann neu packt, immer gleich benennen. Dann funktioniert das Ganze auch. Man könnte das jetzt auch im Spiel verwenden, weil es in eurem Mod-Ordner drin ist. Spiel starten und funktioniert. Jetzt habe ich nur als kleine Anmerkung, falls ihr dann im Spiel ab und zu Probleme habt mit Curseplay, dass es zu Lua-Fehlern kommt oder irgendwas nicht funktioniert und ihr habt den Mod Advanced Vehicles drauf, deaktiviert diesen Mod, dann sind im Normalfall eure Probleme weg. Das gleiche Problem hatte ich nämlich auch schon. Und das sonst, wenn der dann deaktiviert ist, müsste es ganz normal funktionieren. Ohne irgendwelche Probleme. Dann würde ich sagen, war es das schon mit der ganzen Installation und Download-Geschichte. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu Curseplay, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Und lasst mir vielleicht einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.